Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Magazins Wir im Jahr 2023. Hier dreht sich wie immer alles um Nachrichten aus der Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss. Heute haben wir unter anderem folgende Themen für Sie. Vor Fertigstellung. Auf der Großbaustelle Erlenhöfe läuft die letzte Phase der Rohbauarbeiten. In Vorbereitung Gespräch mit Friedrich Wilhelm Gebhardt über die Neuwahl des Aufsichtsrats im Juni. Das im Bau befindliche Wohnquartier Erlenhöfe der WGK Zeiss hat die Silhouette von wenigen Jena entscheidend verändert. Unterhalb des Jensees entstehen an der Karl-Liebknecht-Straße insgesamt 140 Wohnungen. Der Großteil sind Sozialwohnungen. Gegenwärtig läuft auf der Großbaustelle die letzte Phase der Roharbeiten. Wer an den Erlenhöfen in Jena Ost vorbeikommt, dem fallen die neu errichteten Rohbauten an der Karl-Liebknecht-Straße direkt auf. Bei ihnen schließt die Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss die Rohbauphase ab. Das größte Projekt des sozialen Wohnungsbaus in Thüringen ist damit deutlich vorangeschritten. Seit dem Jahreswechsel werden bereits die Solaranlagen auf den ersten Gebäuden installiert. Und auch in den Häusern gehen die Arbeiten gut voran. So wird aktuell neben dem Trockenbau auch die Heizungs- und Sanitärinstallation ausgeführt. Das Bauvorhaben soll bis 2024 abgeschlossen sein. Bei insgesamt 140 Wohnungen auf rund 15.000 Quadratmetern Grundstücksfläche ist das ein ehrgeiziger Plan. Also im Zeitraum sind wir nach wie vor gut unterwegs. Das heißt, wir arbeiten dorthin, dass wir im ersten Quartal 2024 sozusagen die baulichen Anlagen abschließen. Kostentechnisch haben wir sozusagen mit ein paar Sonderwünschen, mit ein paar Zusatzleistungen, auch ein paar technische Änderungen, eine leichte Überschreitung. Allerdings haben wir die bei uns im Haus abgebildet, aber das ist jetzt kein Thema, was jetzt uns sozusagen im Moment wirklich aus dem Rahmen wirft. Die geplante Investitionssumme von rund 50 Millionen Euro kann also eingehalten werden. Das Bauvorhaben wird vom Freistaat mit knapp 40 Millionen Euro gefördert. Den Großteil des Geldes erhielt die Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss in Form eines zinsfreien Darlehens. Aktuell werden an den meisten Gebäuden bereits die Fenster und Dächer montiert. Zeitgleich wachsen die Rohbauten in die Höhe. Die Verantwortlichen sind insgesamt mit dem Verlauf des Bauprojektes zufrieden. Schließlich haben sich die Arbeiten trotz häufiger Materialengpässe und krankheitsbedingter Personalausfälle nicht verzögert. Nach aktuellem Stand können die ersten Mieter wie geplant im Juni oder Juli 2024 einziehen. Aktuell ist unsere Immobilienabteilung gerade dabei, sozusagen die Vermarktung etwas auch anzuziehen. Es gibt schon wirklich jede Menge Anfragen und wie gesagt, auch aktuell laufen Abstimmungen mit der Lebenshilfe, sodass wir dort wirklich auf einem guten Weg sind und uns darauf vorbereiten, dass wir dann auch im nächsten Jahr, ich sag mal, entsprechende Mieter und Mietverträge auf die Reise bekommen, dass wir dann auch nahtlos sozusagen mit dem Einzug, ich sag mal, die Übergabe dann stattfinden lassen können. Das Interesse seitens der potenziellen Mieter ist groß. Dennoch rechnen die Verantwortlichen nicht damit, dass sofort nach der Fertigstellung bereits alle 140 Wohnungen vergeben sind. Das liegt auch daran, dass ein vielfältiger Wohnungsmix von 1 bis 7 Zimmerwohnungen angeboten wird. 128 der neuen Wohnungen haben als Sozialwohnungen einen für 20 Jahre gedeckelten Kaltmietpreis von 5,90 Euro pro Quadratmeter, können aber nur mit Wohnberechtigungsschein gemietet werden. Die Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss bietet Interessenten unter ehrenhöfe-jena.de weitere Informationen an. Andreas Deiß blickt auf ein Jahr Vorstandstätigkeit bei der WGK Zeiss zurück. Zu seinen zeitintensivsten Themen zählt Deiß das soziale Wohnungsbauprojekt Erlenhöfe. Gemeinsam mit dem Team der Abteilung Technik meisterte der Vorstand die Umsetzung des Neubauprojektes auf gute Weise. Als aktuell größte Herausforderung in der Immobilienwirtschaft sieht Deiß den hohen Kostendruck, die erhöhten Anforderungen für nachhaltiges Wirtschaften und die weitere Digitalisierung sowie die Fachkräfte- und Lehrlingsgewinnung. In der Hans-Eisler-Straße 2 bis 8 in Winzerla werden die Abwasser- und Regenwasserleitungen saniert. Vor 2 Jahren war es dort zu einer größeren Havarie gekommen. Bei der Ursachenforschung kam eine Kamera zum Einsatz. Dabei wurde deutlich, dass das Rohrleitungssystem in einem schlechten Zustand ist.
Außerdem bedingt die bisherige Entwässerung über das Nachbargebäude eine Neuplanung. Zunächst werden die Leitungen im Keller umverlegt und danach die Regenwasserleitung im Außenbereich neu eingebunden. Für die Arbeiten und das Material wird ein fünfstelliger Betrag investiert. Wenn es nötig ist, wird die Abwasserleitung außer Betrieb genommen. Das soll rechtzeitig angekündigt werden. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat die Bemessungsgrenzen für das Wohngeld erhöht. Damit haben wesentlich mehr Haushalte einen Wohngeldanspruch als bisher. Der Wohngeld-Plus-Rechner ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Berechnung. Zu finden ist er unter www.bmwsb.bund.de. Allerdings ist zu beachten, dass die zuständige Wohngeldbehörde die einzige Stelle ist, die eine rechtsverbindliche Auskunft zu einem eventuellen Wohngeldanspruch geben kann. Für das Umwandeln von Rasenflächen in Insektenwiesen gibt es eine große Zustimmung seitens der Mitglieder der WGK Zeiss. Nach einer im Januar abgeschlossenen Online-Befragung findet die große Mehrheit die Idee gut. Etwa 3/4 der Teilnehmer sind der Meinung, dass Insektenwiesen grundsätzlich einen nachhaltigen Effekt für die Umwelt haben. Viele Mitglieder fordern sogar zusätzliche Maßnahmen in den Wohngebieten, um die Biodiversität maßgeblich zu verbessern, so beispielsweise durch Insektenhotels und Nestmöglichkeiten für Vögel. Vereinzelte Kritik gab es von Allergikern und anderen Bewohnern, die eine Zunahme störender Insekten wie Mücken befürchten. Die Befragungsergebnisse sollen jetzt im Detail ausgewertet und eventuell bei weiteren Planungen berücksichtigt werden. In wenigen Monaten endet die 5-jährige Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates der WGK Zeiss. Am 15. Juni ist Vertreterversammlung. Dann soll es eine Neuwahl des Aufsichtsrats geben. Laut Satzung werden 7 Mitglieder für die Dauer von 5 Jahren in den Aufsichtsrat gewählt. Genossenschaftsmitglieder können sich bis Ende April als Kandidaten bewerben. Wir sprachen mit dem amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Friedrich Wilhelm Gebhardt über die Modalitäten. Herr Gebhardt, am 15.06. findet die nächste Vertreterversammlung statt und auf der wird ja auch ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Es gibt einige Änderungen, vielleicht könnten Sie die mal kurz erklären, was anders ist als bei den Wahlen zuvor. Ja, in der letzten Satzungsänderung, die Vertreterinnen und Vertreter entschieden haben, ist es so, dass der Aufsichtsrat nicht mehr aus 9, sondern aus 7 Mitgliedern besteht und dass jemand, der kandidieren möchte, das 70. Lebensjahr nicht vollendet haben darf. Ja? Alles, jeder darunter, ja, keine Frage, aber wer älter als 70 ist, besteht keine Möglichkeit mehr. Ich halte das auch für sehr, sehr sinnvoll. Also das heißt, der 70. Geburtstag ist der Stichtag sozusagen. So. Was für Anforderungen werden denn an die potenziellen Aufsichtsratmitglieder gestellt? Oder wer sich bewerben möchte, was sollte der denn mitbringen? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass sich jeder bewerben kann bei der Genossenschaft. Unabhängig, ob er die Voraussetzungen erfüllt oder nicht. Weil er wird dann natürlich auch über den Verband des VTWs im Endeffekt auch geschult. Wichtig ist aber, dass viele Aufsichtsräte, die dann gewählt werden möchten, wir haben ja 7, ne, dass sie natürlich auch Voraussetzungen mitbringen müssen. Weil sie müssen den Vorstand in ihrer Tätigkeit überwachen, viel kontrollieren und ihn auch beraten. Und das kann ich einfach nur, wenn ich Grundvoraussetzungen erfülle. Das heißt, ich muss A, im Kreditwesengesetz Kenntnis haben, also ich muss, sagen wir mal, Finanzberater sein oder ich muss von irgendeiner Bank kommen, dass ich Finanzen verstehe. Wir haben eine Spareinrichtung. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Ich muss aber auch beispielsweise, oder ich kann, wenn es mal so formulieren darf, jemand sein, der schon Verantwortung trägt, ich sage mal Geschäftsführer ist, der möglicherweise auch schon in einem Aufsichtsrat sitzt. Also das sind Dinge, um zu sagen, ich muss auf der Höhe des Vorstandes in der Lage sein, ihn zu überwachen und zu kontrollieren. Und das sind ganz wichtige Kriterien. Sie haben es gerade angesprochen. Was sind denn die Aufgaben des zukünftigen Aufsichtsrates? Also der Aufsichtsrat kontrolliert die Geschäftstätigkeit des Vorstandes. Wir haben 6 Sitzungen im Jahr, wo dann regelmäßig ganz konkret zwischen dem Vorsitzenden und der Geschäftsführern abgesprochen wird, welche Themen behandelt werden, wo es im Grundsatz um Neubau beispielsweise geht, wo es darum geht, wie ist die Spareinrichtung weiterhin aufgestellt, ist sie sicher.
erfüllt sie die weiteren Kriterien, das ich vorhin angedeutet habe, des Kreditwesengesetzes. Ne? Sind die Mitgliederbeiträge, denn wenn der Vorstand entscheidet ja darüber, ist das immer noch so in Ordnung oder auch nicht? Wie stelle ich beispielsweise bestimmte Arbeitsabläufe fest, wenn es darum geht, Sanierungen durchzuführen? Weil ja in der jetzigen Situation das Problem besteht, die Preise steigen und in welchem Maße kann ich Grundsanierungen denn innerhalb der Strangsanierung, also innerhalb der Genossenschaft noch durchführen. Das, wo wir sagen, es heißt Priorität, erstmal an vielen Stellen Sanierungen vorzunehmen und an der anderen Seite aber auch schrittweise Neubauten machen, wie jetzt beispielsweise die Ehrenhöfe. Also es ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Sie kandidieren ja nicht mehr. Nein. Was würden Sie sich denn wünschen, wer sich bewirbt? Also, bei mir ist es, ich will es vielleicht mal so beginnen. Wir haben jetzt 9 Aufsichtsratsmitglieder, von denen werden 2, das steht fest, wieder kandidieren wollen. Das finde ich persönlich sehr gut, schon deswegen, weil eine gewisse Kontinuität hineinkommen muss in das Gremium Aufsichtsrat. Weil wir hatten ja in der Vergangenheit einige Auseinandersetzungen und ich denke, da kommt die Erfahrung, die Zweie mitbringen, gut für den neuen Aufsichtsrat mit. Für die Neuen würde ich mir gerne wünschen, dass man natürlich auch Finanzkraft besitzt, also sagen wir mal, es kann Steuerberater sein, es könnte auch jemand sein, der im Baugeschäft aus dem Baubereich herauskommt, weil wir haben ja die Rautal Unternehmensgruppe und 2 Aufsichtsräte sitzen dort im Beirat. Das heißt, ich muss schon über die Bautätigkeiten, die in der Rautal gemacht werden, Kenntnis haben. Und da brauche ich ein großes Spektrum an Erfahrungen von zukünftigen Aufsichtsratsmitgliedern. Also man muss sich gegenseitig auch ergänzen. Das ist für mich wichtig. Ich muss nicht alles wissen. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Aber die Vielfalt spielt eine Rolle. Apropos Vielfalt, wie viele Frauen sind im aktuellen Aufsichtsrat? Wir haben zurzeit 2 und wir haben nochmal sehr deutlich gemacht, auch mit der jetzigen Ausschreibung, wir würden uns schon wünschen, dass mindestens die Hälfte, wir haben zwar 7, das wären 3 oder 4 Frauen im Aufsichtsrat sitzen würden. Das wäre unser Wunsch, weil ich glaube, das gehört dazu und deswegen werben wir auch. Abschließend, bis wann können sich die Kandidaten bewerben? Also bewerben kann man sich offiziell nach unserer Ausschreibung bis zum 30. April. Das ist deswegen so gewählt worden von uns, weil wir die Unterlagen der Bewerberinnen und Bewerber den Vertreterinnen und Vertretern zur Verfügung stellen wollen, weil die sollen ja dann entscheiden für sich, welche Voraussetzungen bringt der ein oder die andere im Endeffekt mit und für wen würde ich mich möglicherweise entscheiden. Natürlich, laut Satzung, kann man noch 2 Tage vor der Vertreterversammlung kandidieren. Dann können wir aber nicht mehr sicherstellen, dass die Vertreterinnen und Vertreter die Unterlagen bekommen. Wir haben einen Fragebogen an die zukünftigen Kandidaten, was sie ausfüllen sollen und wo wir das den Vertreterinnen und Vertretern dann zur Kenntnis geben. Das ist für uns jedenfalls eine andere Vorgehensweise, als das wie in der weiten Vergangenheit mal üblich war. Okay, Herr Gebhardt, vielen Dank für die Infos. Bitte. Und hoffen wir mal auf eine gelungene Wahl. Ich hoffe auch. Danke. Liebe Zuschauer, das war die erste Ausgabe unseres Magazins Wir im Jahr 2023. Die nächste Ausgabe folgt dann im Sommer. Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit. Machen Sie es gut.